Guten Morgen miteinander. Ich möchte heute mit euch Ostereier mahlen. Und wir starten gleich an. Ich habe meine Materialien schon vorbereitet. Die sind echte Hühnereier. Ich werde mit Dusty Green arbeiten. Ich habe hier schon ein bisschen Farbe auf diesem Container. Ich nehme schnell meine Handschuhe. In einen kleinen Schwamm nehme ich ein bisschen von meinem Dusty Green. Ich finde, diese Farbe ist wunderschön und passt genau zu diesem Look. Die Farbe muss großzügig aufgetragen werden. So, und wir müssen vorsichtig sein. Diese Hühnereier sind wirklich sehr delikat, sehr empfindlich, zerbrechlich. So, dann habe ich die Eier mit Dusty Green gestrichen. Wer will, kann das natürlich die Farben ändern, indem man ein bisschen zum Beispiel Warm Cream oder eine andere Farbe, Vintage Tea, dazu mischt. Jetzt nehme ich meine Aging Powder. Das ist unser neues Produkt. Ich bin ganz verrückt nach dem. Und auf die Nase. Das sieht so aus. Auf die Nasenfarbe trage ich ein bisschen überall von meiner Aging Powder. Das ist alles. Ich lasse die Eier hier trocken. Währenddessen habe ich natürlich andere schon vorbereiten, damit wir Zeit sparen. Und jetzt nehme ich meine Primer und Sealer. Ich werde diese Eier hier auf die Seite tun. Dann haben wir Platz. Die werden so aussehen. Hier ist die Ostereier schon trocken. Die Puder kann man ein bisschen sehen auf die Finger. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir die Aging Powder richtig versiegeln. Dafür benötige ich meine Primer Sealer. Und trage ich einfach ein bisschen drauf, wo der Aging Powder ist. Sieht es ein bisschen dunkel als sonst. Sobald es trocken ist, wird es heller sein. Hier kann man sehen, hier habe ich schon aufgetragen, der Primer und Sealer auf der Aging Powder. Und dann bleibt richtig versiegelt. So sehen die Eier am Schluss. Ich finde es ganz, ganz toll. Man kann sich dekorieren mit ein paar weißen Federn oder was ihr möchtet. Das war so einfach ist das. Arbeiten mit dem Aging Powder. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!